Also ich würde gerne hier so einen Kinderbauernhof, fände ich hier schön. Wo die Kinder irgendwie mit Schafen, anderen Tieren, Hühnern selber halten können oder auch Hasen, Patenschaften übernehmen können, solche Sachen. Ich würde hier mehr Festivals und Konzerte veranstalten. Ich würde hier anbieten Kurse für Selbstverteidigung für Senioren. Ich fände so eine Idee wie Outdoor-Cooking nicht schlecht oder, keine Ahnung, vielleicht holt man Pferde her. Ich würde einen sehr großen Ponyhof bauen. Wenn es so bleibt, wäre ich auf jeden Fall dafür, Projekte zu unterstützen, die Arbeit mit Jugendlichen machen, die von der Straße kommen, sonst wenig machen können. Ob es um Sport geht, um Kreativität. Kreativität ist mit der Jugend sehr wichtig, die muss gefördert werden. Das wäre so ganz klar ein Ansatzpunkt, an dem ich mithelfen und auch organisieren würde. Ich meine, hier dazu gehört auch ein richtig schöner Biergarten, der schon einmal da war, aber leider aus unerfindlichen Gründen geschlossen wurde. Ich würde was aufbauen, was für alle da ist, zum Beispiel wie so ein Chill-Area oder sowas, wo halt mehrere Leute das gemeinsam nutzen können und so dann auch viele zwischenmenschliche Erfahrungen dort gemacht werden. Theater mit einem sehr großen mobilen Gebäude auf Rädern hin und her geschoben werden kann, und dafür sehe ich hier sehr viel Potenzial. Also ich würde es einfach so lassen, wie es ist. Also ich würde das Tempo verfällt so lassen, wie es ist, weil du hier einfach diesen wunderschönen Blick hast. Also ich fühle mich dann immer ein bisschen, als würde ich zum Strand gehen. Also es ist so der erste Moment, wenn man so über die Dünen schaut. Und diese Weite einfach zu haben und einfach spazieren zu gehen, den Kite steigen zu lassen, zu skaten.